Hallo, liebe Zuschauer. In diesem Video möchte ich zeigen, wie mit dem Bemaßungsmuster und einer Ringbiegung ein Glas erstellt werden kann. Zunächst wird im Teil ein neuer Parameter erzeugt, der den Durchmesser des Glases beinhaltet. Der Typ muss eine reelle Zahl sein. Als Wert wählen wir 80. Danach wird mit dem Füllen KE ein Rechteck erzeugt. Die längere Seite wird durch eine Beziehung gesteuert. SD1 ist Pi mal Durchmesser. Nun wird ein Graph KI erzeugt. In dem Graph KI werden später die Mustermitglieder gesteuert. Ein wellenförmiger Spline, der symmetrisch ist und tangential zur horizontalen, soll eine Länge von 100 haben, sowie eine Höhe von 10. Wichtig ist vor allem die Form, da die Maße auch später in einer Beziehung bei der Graph-Auswertung berücksichtigt werden können. Als nächstes wird ein Profil-KI erzeugt, das das erste Mustermitglied darstellt. Es muss sich um eine Sammelfläche handeln. Danach wird ein Bemaßungsmuster erzeugt, mit zunächst beliebigen Werten. Das hat den Sinn, dass das System die beiden Parameter erzeugt, die die Anzahl der Mustermitglieder steuern. Sobald diese existieren, werden diesen per Beziehung Werte zugewiesen. Nun wird das Bemaßungsmuster selbst erzeugt. In der ersten Richtung sollen die Mustermitglieder gleichmäßig verteilt werden. Der Abstand jedes Mustermitglieds entspricht einem Vielfachen der Kantenlänge geteilt durch die Mustermitglieder minus 1. Im BMB V ist der Abstand, der für jedes Mustermitglied berechnet wird. Beim ersten Mustermitglied ist IDX 1 gleich 1, beim zweiten 2 und so weiter. In der zweiten Richtung wird ähnlich vorgegangen. Nur dass nicht MEMB-V, also der absolute Abstand, sondern das Inkrement MEMB-I berechnet wird, der der zuerst ausgewählten Bemaßung D15 aufaddiert wird. Da die Raute nicht unmittelbar auf der Kante liegt, sondern einen Abstand hat, lautet die Formel ähnlich zur vorherigen. Es wird pro Mustermitglied immer dasselbe Inkrement zum Ursprungsmaß addiert, sodass die Laufvariable IDX hier nicht benötigt wird. Die Kantenlänge der Raute soll für jedes Mustermitglied variieren und als absolutes Maß berechnet werden, weswegen MEMB-V verwendet wird. Lead-V ist das ursprüngliche Maß vor Erstellen des Bemaßungsmusters und eine Konstante. Zu Lead-V wird ein Wert addiert, der aus der Graph-Auswertung hervorgeht. Die Länge des Graphs im Graph KI beträgt 100. Diese Länge wird durch die Anzahl der Mustermitglieder minus 1 geteilt und mit IDX2 multipliziert. Dieser Wert wird der Graph-Auswertung übergeben. Der Rückgabewert wird mit einem Skalierungsfaktor für die Y-Achse des Graph KIs multipliziert. Der so erhaltene MEMB-V bewirkt, dass die Kantenlänge erst ansteigt, um danach wieder abzufallen. Nun werden mit dem Zusammenführen KE die Grundflächen vereinigt. Ein Tipp: Falls dies nicht auf Anhieb klappt, kann die Reihenfolge des ersten Zusammenführen KEs vertauscht werden. Nun werden die Ränder abgeschnitten
und die Innenseite des Glases erzeugt. Mit einem Berandungsverbund werden die Seitenflächen geschlossen. Danach wird das Zusammenführen KE erneut angewandt, um eine einzige Sammelfläche zu erhalten. Nun wird ein Verbundvolumen erzeugt und das Ringbiegungs-KE erstellt. Für das Ringbiegungs-KE ist es wichtig, dass im Skizzierer ein Koordinatensystem als Bezug vorhanden ist, dessen Y-Achse in der Richtung der Außenseite der Krümmung zeigt, und außerdem wird eine Gerade erstellt, die von der Oberkante bis zur Unterkante reicht. Da es sich um eine 360-Grad-Biegung handelt, werden die beiden gegenüberliegenden Seitenflächen ausgewählt. Nun wird mit dem Drehen KE der Boden erstellt und anschließend mit Rundungen versehen. Als letztes wird der Farbeffekt Glas eingestellt. Nun kann das Modell gerendert werden. Liebe Zuschauer, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert. Falls ihr weitere Fragen oder Wünsche oder Anregungen für neue Videos habt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schicken. Vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal.